Tagesordnungspunkt 8.5, Grundsätze für die Stadtgestaltung, Einreicher interfraktionell und Herr Steinmann-Fischer macht es wohl in der Vorstellung. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Thema Gestaltung in der Stadt Dresden, insbesondere architektonische Gestaltung, ist ja eins, was von sehr zentraler Bedeutung für viele Bürgerinnen und Bürger ist, weil sie diese Stadt lieben und ihre Schönheit schätzen. Und wir haben nicht ganz so häufig hier, aber vor allen Dingen im Stadtentwicklungsausschuss lange, sehr lange Debatten über noch längere Fassaden, die immer monoton nebeneinander stehende Fensterraster haben und sich in ihren, wenn überhaupt vorhandenen, Gestaltungselementen wiederholen. Wir haben Häuser diskutiert, die nach oben hin einfach aufhören, weil sich über Dachgestaltung wenig Gedanken gemacht wird oder dem Bürger an wichtigen Plätzen die scharfe Kante zeigen. Als wir in die rot-rot-grüne Gestaltungsmehrheit eingetreten sind, haben wir uns zum Ziel gesetzt, eigentlich die architektonische Qualität in dieser Stadt bei den Bauvorhaben zu steigern und waren dafür auch bereit, Bauvorhaben ein bisschen manchmal auch zu verzögern, wenn die Qualität dadurch besser wird. Ich will sagen, dass das, glaube ich, ein Anliegen ist, das in verschiedenen Abschichtungen auch die Stadträtinnen und Stadträte anderer Fraktionen teilen. Aber wir waren in dieser Zeit vor allen Dingen in dem dann beginnenden Bauboom auch bereit zu handeln und kann hier auf Beispiele verweisen, wo wir zunächst erstmal einzeln uns hingesetzt haben mit einzelnen Bauträgern und Nachbesserungen gefordert haben. Abends, spätabends, 22 Uhr noch hier im Rathaus gesessen haben dafür und einige Erfolge auch erzielen konnten. Wir haben schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, dass wir das als Ehrenamt und auch als Laien, die wir in dem Fach sind, nicht tun können, nicht dauerhaft für jedes Projekt und haben deswegen eine Gestaltungskommission gegründet und vermehrt auf Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen und Erhaltungssatzungen gesetzt, um Vorgaben zu machen. Wir wissen aber auch, diese Instrumente, insbesondere die Satzungen, brauchen lange in der Erarbeitung. Bis sie fertig sind, haben sie kaum eine Wirkung und ein Bauantrag muss innerhalb von 3 Monaten beschieden werden. Das heißt, man rennt dem Problem hinterher. Unsere Erfolge, die ich durchaus finde, die man sehen kann im Stadtbild, werden leider dadurch etwas oder wurden dadurch konterkariert, dass wir in einem unglaublichen Bauboom sind, wo man gar nicht mehr hinterherkam, die einzelnen Projekte zu qualifizieren. Wir wollen deswegen und schlagen Ihnen deswegen vor, ein weiteres Instrument einzusetzen, weitere Maßnahmen zu ergreifen und als Stadtrat auch in Richtung Verwaltung mal zu definieren, mal zu sagen, was wollen wir denn? Was ist denn für uns eine Gestaltung, die wir in dieser Stadt möchten und die uns auch von den Bürgerinnen und Bürgern herangetragen wird? Und das ist aus unserer Sicht die Gestaltung, die nach menschlichen Maßstäben funktioniert, die kleinteilig ist, die die guten und sinnvollen Prinzipien der Gründerzeit, ohne dass man immer gleich alles rekonstruieren muss, das kann man machen, muss man aber nicht, aufnimmt und weiterentwickelt. Deswegen haben wir einen Antrag geschrieben, in dem wir verschiedene Prinzipien, die uns wichtig sind, die uns von den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder herangetragen werden, aufgezeigt werden und wir wollen beauftragen, dass die Verwaltung uns diese als Prinzipien für die verschiedenen Verhandlungen mit Investoren festsetzt und dahingehend umsetzt. Das können zum Beispiel sein Eckbetonungen, das können sein Dachgestaltungen, ohne dass wir sagen, es muss jetzt historisierend werden oder es muss modern werden, aber einfach diese Themen, die den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer Nachbarschaft und auch im Stadtbild wichtig sind, dass sie mitbedacht werden. Wir wollen das nicht, das so ist der Antrag angelehnt, als Bürokratiemonster oder als zusätzlichen Aufwand gestalten, sondern es soll eine Festlegung sein, die der Stadtrat trifft, eine Empfehlung an die Bauherren, an Verwaltung, an Architekten, damit klar ist, was wollen wir, was wollen die Bürgerinnen und Bürger, die uns den Auftrag dazu gegeben haben. Und es soll auch nicht aus meiner Sicht, auch aus SPD-Sicht, konfrontativ gegen die Architekten der Moderne oder gegen andere Architekten sein, sondern es soll
eine Art Weißbuch sein, wo wir mit positiven Beispielen aufzeigen, die wir in unserer Stadt ja auch haben, von zeitgenössischen Bauten. Wie kann es denn gehen? Und deswegen werbe ich für Unterstützung dieses Antrags, weil ich glaube, und da ist sich der Stadtrat auch über die Lagergrenzen einig, Dresdens Kapital ist natürlich seine Schönheit und da ist natürlich auch das bauliche Ensemble, die bauliche Gestaltung der Stadt, ihrer Plätze und auch ihrer Straßenzüge sehr entscheidend. Vielen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die heftigsten Diskussionen um Architektur werden in Dresden geführt, wenn es zu spät ist. Wenn die Gerüste fallen und eine Fassade das Licht der Welt erblickt, die keiner gewollt hat, die keinem gefällt und die sich auch auf Dauer vermutlich nicht in das Stadtbild einfügen muss. Und die rot-rot-grüne Kooperation hat in der letzten Wahlperiode ja erfolgreich die Gestaltungskommission eingeführt. Und auch dort sehen wir viele Dinge, die doch zum Nachjustieren, zum Überplanen und zum Korrigieren Anlass geben. Und wir möchten einfach eine Diskussion entfachen mit diesem Antrag, wie wir Architektur vordenken können, weil nichts gestaltet unsere Stadt mehr als Architektur. Und die Schönheit unserer Stadt hängt eben davon ab, dass Gebäude nicht nur eine Funktion erfüllen und nicht einstürzen, sondern eben auch unsere Umwelt in einem gefälligen Maß gestalten. Wir haben teilweise auch bei unseren eigenen Gebäuden, wir müssen gar nicht zu den Investoren schauen, wenn wir die Schulbauten ansehen, die wir im Bauausschuss auch fraktionsübergreifend geändert haben, Stichwort Friedensstraße, eine Grundschule in mausgrauem Klinker, betongrauen Fensterrahmen und einer zitgrauen Sockel, wo man eigentlich sagen muss, was soll das? Wer kommt auf solche Ideen, eine Grundschule so abweisend, so kalt zu bauen und noch in Farben, die nicht mal in diese Umgebung passen, die durch Gründerzeithäuser geprägt ist, in roten und gelben Klinker und teilweise im Prinzip ins rötliche schimmernden Sandstein. Wir sehen in der Tat, Herr Stahlmann-Fischer hat es angedeutet, in der Gestaltungskommission Fassaden, die keinerlei Rhythmik haben, wo die Fenster willkürlich angeordnet sind, wo das Auge an nichts Halt bietet. Das geht teilweise über 80 Meter breite Fassaden haben wir dort gehabt. Und wir möchten einfach, ich bin auch der Überzeugung, dass es ewige Prinzipien gibt, gegen die man in der Architektur nicht ungestraft verstößt. Das sind eben Proportionen, das sind optische Maßnahmen, die man treffen kann. Wir haben es auf der Tiekstraße gehabt, ein ganz breites Schulgebäude. Das war im Prinzip wie ein sehr breiter Mensch, dem im Prinzip jemand empfohlen hat, dann zieh doch, um das zu kaschieren, bitte noch was Quergestreiftes an. Man hat in diesem Gebäude dort an der Tiekstraße in der Tat die Breite betont gehabt, obwohl diese Straße so wenig Tiefe hat, dass man das Gebäude nie erleben kann. Also auf der anderen Seite der Erlwein hat es anders gemacht, er hat die Höhen betont, hat die Fassade gegliedert, dass im Prinzip alles nach oben zieht und das wirkt dann auch. Dadurch wirkt die andere Seite von Erlwein eben viel gefälliger. Ich komme zurück zur Friedensstraße. Der Architekt befragt, ob er sein Werk erklären kann, sagte, das ist Bauhaus, Form follows Function. Kann man so machen. Es gibt aber den antiken römischen Architekten Marcus Vitruvius Pollio, der im Jahrhundert vor, der genannt Vitruv, richtig, Herr Lichti weiß es, der das erste Handbuch der Architektur, die ersten Handbücher der Architektur geschrieben hat und er hat eben die drei Prinzipien des Vitruv entwickelt, Firmitas, die Festigkeit, die Haltbarkeit eines Gebäudes, da wachen die Statiker und die Prüfingenieure für Standsicherheit drüber, haben wir auch selten oder gar keine Probleme damit. Wir haben die Utilitas, die Nützlichkeit eines Gebäudes, dass es eben seine Funktion erfüllt, dass es nutzbar ist, aber als drittes eben die Venustas, die Schönheit, die Anmut von Gebäuden, das wird vernachlässigt und wir sind der Überzeugung, Schönheit und Anmut, Gefälligkeit gehört auch zu einem Gebäude dazu. Damit möchten wir mit diesem Antrag einen Startpunkt zu einer Diskussion und auch zu Regeln finden. Ich denke, die moderne Architektur muss nach vorne gedacht werden. Rekonstruktion kann nicht die Lösung sein zu missratenen Gebäuden, zu missratenen Farben, zu missratenen
Gliederung, sondern wir müssen auch moderner Architektur die Chance geben und auch Wünsche äußern, wie wir sie in Zukunft weiterentwickeln wollen, dass die Gebäude auch, wenn sie modern sind, mehr begrüßt werden, als es bisher in der Stadt der Fall ist. Vielen Dank. Ich bitte um Unterstützung für diesen Antrag. Nächster Redner, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, Baukultur ist Teil unserer Kultur und in allen Umfragen, die es so gibt, wie die Dresdner und Dresdnerinnen sich so ihre Stadt vorstellen, gibt es ein paar Punkte, die immer wieder auftauchen. Wir haben es gestern schon gesagt, das Thema Wohnen, es ist auch Klimaschutz, Radverkehr, Sicherheit und es ist aber auch das Thema Gestaltung, Gestaltung von Gebäuden und auch Gestaltung von Plätzen. Und ich bin wirklich ganz froh darüber, dass dieses Thema in den letzten 10 Jahren, so ist zumindest mein Eindruck, wichtiger geworden ist. Wir haben als Mehrheit im letzten Stadtrat, sage ich mal so mit Grüne, Linke, SPD, dieses Thema auch aufgegriffen, denn ich glaube, wir haben tatsächlich die letzten 15 Jahre dort ein bisschen versäumt. Wir haben in den letzten 15 Jahren viele bauliche Entwicklungen, wir haben sie auch heute zum Teil noch, die wir und viele Dresdner und Dresdnerinnen eben nicht gut finden. Was haben wir gemacht? Es wurde schon gesagt, der Gestaltungsbeirat wurde eingerichtet. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Instrument. Ich will aber auch erwähnen, das Zentrum für Baukultur im Kulturpalast, denn es war unser Anliegen, diese Diskussion aus der Stadtgesellschaft, die oft sehr polarisiert stattfindet, fachlich fundiert an einen Platz zu setzen, wo sie hingehört. Und es ist nun mal die Frage, wie sich Architekten, die am Ende so eine Häuser auch bauen müssen, dazu auch verhalten. Denn oft hört man von Architekten recht wenig zur Frage der Baukultur. Und wenn wir schauen, gibt es, das wurde auch schon gesagt, viele Vorhaben, wo wir schon glauben, dass sie deutlich verbessert wurden. Aber es gibt auch nach wie vor Vorhaben, das muss man auch kritisch in Richtung Verwaltung so sagen, wo wir am Ende wirklich relativ fassungslos davor stehen und uns fragen, warum wurde das hier genehmigt? Und da will ich das so bei 8 Hotel, es ist gerade fertiggestellt, schon nennen, wo ich finde, dass eine gewisse Banalität dort wirklich sich breit macht. Ich will nochmal nennen, ja genau das, die Bärsche Villa auch, Glasisstraße mit diesen beiden unsäglichen Klötzen, wo ich mich frage, wer in dieser Verwaltung konnte das erstens auf diesem Grundstück zulassen und wer konnte es in dieser Gestalt zulassen und das bei einer Stadt in Dresden, wo Baukultur über Jahrhunderte ein ganz wichtiger Bestandteil der städtischen Agenda auch war. Wir schlagen Ihnen als Grüne Linke SPD hier in diesem Antrag vor, dass wir Grundsätze für die Stadtgestaltung uns geben. Das machen wir hier nicht, weil wir sagen, wir wissen, wie es aussieht, aber wir wollen in dieser Tradition auch der großen Dresdner Baukultur da fortwirken und wir sagen eben klar zurzeit, ist uns das in vielen Bereichen noch zu wenig. Es soll eine Empfehlung sein. Es kann nur eine Empfehlung sein. Sie wissen alle, wie liberal das Baurecht in Deutschland ist. Insofern können wir nur mit Empfehlungen arbeiten. Wir haben uns orientiert an München. Die haben für die Innenstadt so ein Gestaltungsleitbild auch aufgestellt. Und wir haben es ein bisschen schon differenziert und haben klar gesagt, was wir eben wollen. Es geht um Dachlandschaften, die eben nicht sich damit begründen, dass einfach Schluss ist. Und man sich fragt, was soll das? Wenn man guckt, in den 90er Jahren gab es noch viele sehr interessante, moderne Gebäude, die eine wirklich Überlegung gemacht haben, was machen sie eigentlich mit dem Dach? Es geht um Gliederung von Fassaden, aber auch als Grüne für uns wichtig, Elemente von Dachbegrünung und Fassadenbegrünung. Wie kriegen wir das so in ein Gebäude, dass es auch gestalterischen Ansprüchen genügt? Und ich will nochmal eine Sache benennen, neben der Kunst am Bau, die ich auch für sehr wichtig halte, wo wir in Dresden mit dieser tollen Tradition von Steinmetzen, von Baukunst unbedingt mehr leisten müssen, auch bei unseren eigenen Bauten. Ich will nochmal auf das Thema Farbgebung kommen, wo ich persönlich immer wieder fassungslos bin. In den letzten 5, 6 Jahren hat es sich irgendwie zur Norm gemacht, dass Gebäude im Prinzip weiß sind, noch ein bisschen grau, vielleicht noch so was ganz leicht ocker, Cappuccino-farbenes und das war es dann im Prinzip. Und ich finde, ein Gebäude, und das ist auch nachgewiesen, zu 70% sozusagen den Eindruck, den wir haben von einem Gebäude, ist sozusagen die Wirkung der Fassade über die Farbe, farbpsychologisch, wie der Mensch so Gebäude aufnimmt. Und ich finde einfach, es ist die Verweigerung sozusagen zu gestalten, die ganz oft uns als Gestaltung dann verkauft wird. Und das kann eben nicht das Maß der Dinge in Dresden sein. Alvar Aalto, der berühmte Architekt,
hat mal gesagt, die große Gefahr der modernen Architektur ist die Monotonie. Und ich glaube auch, das Bauhaus wird oft falsch verstanden. Im Bauhaus gab es das Prinzip, jede Fassade ist anders. Wenn wir uns heute Gebäude angucken, wird im Prinzip am Computer durchgemetert, wie so eine Fassade aussieht. Da wird kein Wert gelegt auf eine Gliederung. Ganz oft muss man das einfach so sehen, sondern es steht am Ende schon auch ganz klar das Ziel, dass man möglichst viel aus so einem Gebäude rausholt. Wir glauben, dass es wichtig ist für die Stadt, dass das Thema Baukultur noch wichtiger ist oder noch wichtiger wieder wird, als es zurzeit ist, und schlagen Ihnen damit diesen Antrag vor und würden uns sehr freuen, wenn wir das als Rat hier gemeinsam tragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Der FDP-Freie Bürger, Herr Genschmann. Herr Erster Bürgermeister, liebe Damen und Herren, wir hatten gestern die Diskussion über Bauverzögerung für Neubauten in der Stadt Dresden. Ich glaube, wir haben in der Stadt Dresden einen ganz guten Wege, wie wir in den Stadtbezirksbeiräten, in Beteiligung von Bürgern über Projekte reden. Natürlich können Stadträte immer wieder über Architektur sprechen. Ich kann mich erinnern, wer in die Geschichte zurückgeht, es gibt Berichte, dass das Blaue Wunder damals groß bemängelt wurde von der Dresdner Bevölkerung. Heute sind wir dankbar, dass diese Brücke mit der Architektur dargestellt wurde. Herr Steinmann-Fischer, Sie sprachen von monotonen Fensterfronten, dass nicht auf Dachgestaltung Rücksicht genommen wurde. Es gibt ein neues Gebäude auf der Devrienstraße, das ist die SPD-Zentrale, ein furchtbares Gebäude, architektonisch ganz einfach. Man hat sich maximal an die rote Farbe ein bisschen gehalten, sonst nichts. Es ist ein Klotz. Also genau das, was Sie machen, eigentlich, wenn man Ihre Worte, ich sage mal, umsetzen wollte, müsste man das Gebäude sofort wieder abreißen, weil es wirklich nicht ins Stadtgebiet passt. Die Gäste, die aus dem Hotel herauskommen, sehen diesen architektonischen Glanzpunkt der Dresdner Architektur, Stadtgestaltung, ist eigentlich vielleicht ein Beispiel, wo man sagt, wir als Stadträte sollten uns vielleicht nicht überall mit reinhängen, auch um die Baumaßnahmen, die in der Stadt anstehen, noch weiter zu verzögern. Der SPD scheint es zu gefallen, deswegen hat man es umgesetzt, vielleicht sagen in 100 Jahren welche, wir kommen extra nach Dresden, um die SPD-Zentrale zu begucken, wenn es die SPD da immer noch gibt. AfD-Fraktion verzichtet, Bürgerfraktion verzichtet, CDU, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Zum Thema Grundsätze der Stadtgestaltung, Ergebnisse der hier vorgelegten Projekte, architektonische Entwürfe ist jetzt schon vieles gesagt worden, und wir haben diesen Antrag intensiv bei uns in der Diskussion, in der Fraktion diskutiert, und es gab tatsächlich auch Kollegen, die diesen beschriebenen Punkten hier zustimmen konnten. Es gab aber auch Kollegen, die gesagt haben, ja, ein verbindlicher Charakter ist es nicht. Und inwieweit lassen sich dann die formulierten Punkte hier tatsächlich durchsetzen? Sie haben es selber benannt. Man kann es nur als Empfehlung formulieren. Es kann nicht verbindlich vorgegeben werden, das lässt das Baurecht nicht zu. Wir haben auch diesen Antrag im Bauausschuss intensiv mit der Verwaltung diskutiert. Und dort kamen auch eher vorsichtige Bemerkungen, zumindest haben wir das so aufgefasst, die eher abgeraten haben und die vor allen Dingen auch formuliert haben, dass damit dann ein sehr hoher Arbeitsaufwand verbunden ist, wenn man diesen Antrag hier tatsächlich umsetzen soll als Verwaltung und wenn man ihn ernst nimmt, dann gemeinsam mit den Investoren.
Nun haben wir tatsächlich in dieser Stadt viele Projekte, an denen dann sich die Kritik in der öffentlichen Diskussion entzündet und tatsächlich auch viele Entwürfe, mit denen auch ich selbst nicht einverstanden bin im Ergebnis, was dann rauskommt. Das Bemerkenswerte ist, und da hatten Sie durch die Gründung der Gestaltungskommission ja seinerzeit schon eine Verbesserung in Aussicht gestellt, selbst durch die Arbeit der Gestaltungskommission, zumindest das ist meine Wahrnehmung, hat sich gar nicht so viel verbessert. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es hier und da dann auch punktuelle Verbesserungen gab. Allerdings ist natürlich dann auch der Preis relativ hoch, weil es durch diese zusätzlichen Diskussionen in der Gestaltungskommission auch zu Zeitverzögerungen gekommen ist. Und daran gemessen finde ich die Verbesserung eher marginal. Das muss ich hier tatsächlich auch so formulieren. Und das formuliere ich hier ja auch nicht zum ersten Mal. Und in diesem Kontext ist dann auch die Diskussion bei uns in der Fraktion zu diesem Antrag geführt worden. Und die CDU-Fraktion wird also in Abwägung hier dann der Argumente diesen Antrag nicht mittragen. Wir werden ihn ablehnen. Wir halten ihn nicht für erfolgversprechend, eben weil er keinen verbindlichen Charakter entfalten kann. Es sind Absichtserklärungen. Wir sehen hier eher die Gefahr, dass es wiederum dann zu Verzögerungen bei entsprechenden Projekten kommt. Und wir erwarten hier keine substanzielle Verbesserung für die Qualität der Entwürfe. Es wurde hier auch vieles gesagt anhand von konkreten Beispielen. Wie sind denn solche Ergebnisse möglich gewesen, trotz Architekturwettbewerbe und den ganzen Verfahren, die wir machen? Und da muss ich jetzt tatsächlich auch mal an die Adresse der Stadtverwaltung appellieren. Die Kollegen und Kolleginnen im Stadtplanungsamt sind auch alle ausgebildete Stadtplaner, Architekten, Ingenieure. Die Architekten, die die Entwürfe erarbeiten für die Investoren, sind alle ausgebildete Fachleute. Und tatsächlich erwarte ich dort ein verantwortungsvolleres Handeln der entsprechenden Akteure. Man muss sich von vornherein dieser Herausforderung bewusst sein und entsprechend die Qualität gewährleisten. Und dass es dann zu solchen unschönen Ergebnissen gekommen ist, die zu Recht auch in der öffentlichen Diskussion hier kritisiert wurden in Dresden, das rechne ich dann schon auch dem Handeln der Stadtverwaltung zu. Und dort erwarte ich dann künftig eher, dass die Leute bei der Ausübung ihrer Tätigkeit da von vornherein ganz anders agieren, um das zu verhindern. Das halten wir jedenfalls für das effektivere Vorgehen. Und dazu braucht es dann so einen Antrag nicht, der wiederum zu einer zusätzlichen Gängelung aus unserer Sicht führt. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Fraktionsrunde ist damit abgeschlossen. Ich habe zwei Wortmeldungen, die gekommen sind, Herr Wirz und Herr Krien. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, kurz zu Herrn Genschmar. Ich finde es hier ein Stück unredlich, im Prinzip dieses Haus, was die SPD gebaut hat, jetzt hier sozusagen parteipolitisch vorzuschieben und sich daran irgendwie abzuarbeiten. Dieses Gebäude ist Bestandteil eines Rahmenplans und eines Bebauungsplans, dem dieser Stadtrat einstimmig zugestimmt hat, auch vermutlich der Herr Genschmar selber. Und es wäre eben toll, wenn wir Prinzipien hätten, um vorher diese Dinge anders zu entscheiden. Und da gehört dann zum Beispiel dazu, die Stadtverwaltung ist da auch nicht ganz stringent und ganz transparent, sondern teilweise sehr intransparent und teilweise sehr eigenmächtig im Stadtplanungsamt und der Bauaufsicht unterwegs, weil man hört von Investoren gerade, wenn die ein Bauwerk auch aus Gründen der Ästhetik auf dem Kieger haben, dass die da zur Hochform auflaufen, jetzt schon Vorgaben machen. Und während das der Stadtrat, manchmal der Bauausschuss will, da wird dann gesagt, das geht nicht, obwohl wir im Prinzip in den B-Plänen sehr wohl Dachformen vorgeben können, wir können sehr wohl Gliederungen vorgeben, wir können Fenstergrößen vorgeben, es ist alles zu definieren, alles festsetzbar, man muss es nur wissen. Und es wird auch mitnichten Verzögerungen geben, weil wenn die Wünsche und die Ansprüche an Gestaltung vorher klar sind, werden sie in aller Regel auch befolgt werden. Wir haben das gemeinsam gehabt bei einem Investor, der Probleme mit der
mit der Stadtverwaltung hatte, der hat uns die Fassaden gegeben. Wir haben gesagt, was man ändern könnte, haben uns beraten lassen. Er hat das gemacht, wunderbar. Kein Bebauungsplan, wird nach § 34 genehmigt werden, überhaupt kein Problem. Es hat alles nur beschleunigt. Also wenn man sich streitet, dann sagt man einen B-Plan drüber. Das verzögert. Die Einigkeit und die Klarheit von Vorgaben hat noch nie verzögert, sondern hat immer beschleunigt und für Klarheit gesorgt. Ich bedauere zunächst mal, weil Herr Thiele kenne ich als für die Baukultur sehr engagierten Stadtrat, bedauere, dass die CDU-Fraktion nicht zustimmt, weil es ist vollkommen klar, auf freiwilliger Basis passiert da nichts, aber wie gesagt, einen B-Plan können wir sehr wohl definieren, sollten davon auch besser Gebrauch machen, sollten uns da auch externen Sachverstand besorgen. Wir dürfen aber nicht in Acht lassen, wo diese Richtlinie sofort verbindlich ist. Das ist unsere eigene Stadtverwaltung, nämlich die Landeshauptstadt Dresden als Bauherrin, die selber im Prinzip keine gute Vorbildwirkung hat bei Wettbewerben, bei Gestaltung von Gebäuden, sondern da wird uns häufig auch gesagt, jetzt im Bauausschuss, nehmt Fristvogel oder stirb oder das Projekt ist gefährdet und es gibt keine Schule. Und hier ist auch klar, wenn von vornherein klar ist, dass wir bestimmte Farbansprüche haben, dass es sich in die Umgebung einpassen soll, dass die Fassaden im Prinzip ansprechend gestaltet, gegliedert, aufgeteilt sein sollen, dass im Prinzip vernünftige Farben, Materialien verwendet werden, dann ist es klar, dann haben wir auch einen Wunsch geäußert und sorgen für Klarheit und sorgen auch für eine Verbesserung der Baukultur und das ist das, was die Menschen sich in der Stadt wünschen. Und noch ein Hinweis auf die Architektur. Am Ende sind wir als Politiker, die das bestätigt haben und dazu unsere Hand gehoben haben. Wir sind die, die dafür fürs Loch geschoben und beschimpft werden. Und es wird ja auch häufig in der Bevölkerung, auch in den Medien über die Entfremdung zwischen Politik und Bevölkerung gesprochen. Und ich würde mal sagen, ich ziehe mir dann die Entfremdung zwischen Architektur und Bevölkerung nicht an und werde auch die Wünsche, die mir aus der Bevölkerung zugetragen werden, gerne an die Architekten weitergeben, um hier die Leistung zu verbessern und hier eine Versöhnung und eine Annäherung herbeizuführen. Also ich bitte um breite Zustimmung und bitte die CDU inständig, auch gerade in ihrer, im Prinzip in der Tradition auch des Neumarktes, um großes Engagement und Baukultur, ihre Haltung zu überdenken und hier zuzustimmen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Krien. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, ich bin kein Bauexperte, deswegen halte ich mich da inhaltlich ein bisschen zurück. Aber ich bin der Mann, der ein Archiv hat und deswegen erinnere ich Sie einfach mal an Dinge, die vielleicht schon ein bisschen runtergerutscht sind in der Erinnerung. Es muss im Jahr 2007 oder 2008 gewesen sein. Wir saßen im Bauausschuss und haben über die neue Fassade von der heutigen Zentrumsgalerie, Altmarktgalerie, die Fassade zur Wilsdorfer Straße hin diskutiert. Und der Architekt stellte die also vor, das soll dem ehemaligen Kaufhaus dort ein bisschen angepasst sein und wie er das so machte. Und auf einmal fiel mir auf und ich sagte, sagen Sie mal, das Bild, was Sie uns hier zeigen, ist das echt? Ja, oder ist das retuschiert? Ja, das ist retuschiert, natürlich, weil Sie nämlich diesen hässlichen Penis Postalis, diese sinnlose Stangen, die Sie auf dem Postblatt gehört, wegretuschiert hatten, weil Sie gesehen hatten, das passt überhaupt nicht ins Bild. Wenn man nämlich sich ans Schauspielhaus stellt und dorthin guckt, und die Fassade ist gut gelungen, dieses Ding stört. Und das war damals im Bauausschuss, als das besprochen wurde, wegretuschiert. Ich habe da lange drauf gedrungen und gekämpft, dass wir dieses Bild nochmal, so wie es ursprünglich entstanden war, das Foto ohne die Retusche, habe ich noch zu Hause irgendwo in meiner Akte hängen. Ein zweiter Fall an der Freiberger Straße zwischen der Zweiberger 2 und der Zweiberger 4, also 2, 4, 6, 8, 10, das sind die fünf Hochhäuser, die vom Postplatz weggehen, Baujahr so 65 etwa. Dort haben wir als Kinder früher noch gebäppelt dazwischen, war richtig schön viel Platz. Dort haben sie jetzt ganz enge drinnen so eine 3-4-geschossige Häuser reingebaut. Da habe ich dann mal nachgefragt, habe gesagt, sag mal, wie ist denn das mit den Abstandsvorschriften und Brandschutz und was weiß ich was? Und dann hat also die Verwaltung sich x-mal gewunden und hat geschrieben, na ja, das kann man aber auch schräg rechnen und wenn man die so nur schräg den Strich, da reicht es gerade noch so. Ne? Also dort ist auch nicht alles sauber gelaufen. Ich wollte einfach mal so, da gibt es doch eine Anfrage dazu, können Sie sich raussuchen. Ich wollte einfach mal aus meinem Fundus, aus meinem Schatz noch diese zwei Sachen zum Thema Bausünden in der Stadt mit beifügen. Danke. Nächster Redner ist Herr Blümel.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will ganz kurz begründen, warum ich diesem Antrag sowohl im Bauausschuss zugestimmt habe, als auch heute zustimmen werde und auch meinen Kollegen empfohlen habe, zuzustimmen. Ich lese noch mal vor, was ganz vorn steht. Empfehlungen für Gestaltung, Architektur und Stadtplanung in Dresden zu erstellen und der Gestaltungskommission Dresden zur Diskussion sowie dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr zum Beschluss vorzulegen. Diese Empfehlungen sollen als eine Hilfestellung für das Einfügen neuer Bauwerke in die Umgebungsbebauung dienen, sowie Bauqualität und das Gestalten neuer Bauwerke und Stadtquartiere fördern. Die Veranschaulichung soll mit Hilfe von Positivbeispielen erfolgen. Es gibt kaum eine Stadt in Deutschland, in der so intensiv und auch so vehement über neue Bebauung gestritten, geredet und sich beteiligt wird. Es gibt kaum eine Stadt, in der die Bürger so ein Interesse am Bauen zeigen. Und was wir in den letzten Jahren alle gemeinsam erlebt haben und Stadträte, die schon viel länger dabei sind, wie Klaus Rentsch eben schon auch ganz viele Jahre ist, dass wir immer am Einzelfall diskutieren, dass wir jedes Mal anfangen, sozusagen die gleiche Debatte von vorn zu führen. Und ich halte es für absolut sinnfällig, dass man jetzt mal hingeht und das einfach aufschreibt, was man sich wünscht als Stadtgesellschaft. Das ist nämlich eigentlich bekannt und trotzdem müssen wir diese Debatte immer wieder aufs Neue führen, weil das ist auch immanent dem Baugeschehen und der Gestaltung von öffentlichem Raum häufig genug natürlich dort auch Kreative zugange sind, die sich selbst verwirklichen wollen und die ihre Ideen gern auch verwirklicht sehen wollen. Und diese Ideen entsprechen nun mal nicht immer dem, was sich die Menschen, die dann viele Jahre damit leben, wünschen. Das ist ein Spannungsfeld, das kann natürlich auch eine Stadt voranbringen, aber es muss am Ende in einem demokratisch verfassten Gemeinwesen so sein, dass diejenigen, die hier die Rechnung bezahlen, am Ende über die Steuern auch wirklich eine entscheidende Rolle mitspielen dürfen und dass sie sozusagen nicht die Dinger immer nur vor den Kopf geknallt bekommen und sich hinterher, ich sage das jetzt mal flapsig, darüber ärgern dürfen, was da wieder hingekracht wurde. So, und deswegen glaube ich, ist es vernünftig, diesen Weg zu gehen, es aufzuschreiben, die Dinge zu formulieren und allein dieser Prozess wird etwas bewirken. Er wird nämlich gegenüber denen, die hier kommen und bauen möchten, dokumentieren, dass man hier eben nicht einfach nur sich selbst verwirklichen kann, sondern dass man Rücksicht nehmen muss auf das, was diese Stadt ausmacht, dass man Rücksicht nehmen muss auf das, was die Menschen, die hier leben, möchten. Und dann hat man, glaube ich, schon ein Stück weit gewonnen, weil man dann auch eine klare Botschaft aussendet. Die vermisse ich manchmal bei heutigen Vorhaben, weil natürlich auch von der Stadtverwaltung oft genug der Eindruck vermittelt wird, man könne hier eben auch Dinge bauen, so wie man sich das wünscht. Also wenn man sich bestimmte realisierte Dinge dann anguckt, dann muss es so gewesen sein. Denn hätte in der Stadtverwaltung jemand gesagt, das entspricht überhaupt nicht dem, was Dresden typisch ist und was hier gewollt und gewünscht ist, dann wären solche Dinge auch nicht entstanden. Ich denke, es wird sich niemand etwas vergeben, wenn man diesem Antrag zustimmt, denn er macht etwas, was wir nicht so häufig hier erlebt haben in den letzten Monaten. Er will nichts verbieten, sondern er will was ermöglichen und er macht positive Angebote. Und das ist genau das, was wir auch gut finden. Wir finden gut, dass man eben einen gemeinsamen Weg beschreibt, dass man nicht wieder versucht, sozusagen einen Gegensatz von vornherein zu konstruieren. Und das ist für uns ein zustimmungsfähiger und vernünftiger Weg. Deswegen Zustimmung zu diesem Anliegen und zum Antrag. Danke. Noch eine Wortmeldung von Herrn Stahlmann-Fischer. Vorne direkt. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich wollte jetzt wahrscheinlich zum Schlusswort nur ein, zwei Punkte aufgreifen, die ich jetzt noch in der Debatte gehört habe, weil von Herrn Thiele das Thema Aufwand nochmal angesprochen wurde. Es wurde im Bauausschuss diskutiert, was für einen Aufwand diese Gestaltungsrichtlinien, Leitlinien verursachen. Da geht es natürlich nicht um den Aufwand am Ende im Bauprozess oder im Planungsprozess, sondern es geht natürlich um den Aufwand, diese Leitlinien erstmal zu erstellen. Und da hat die Verwaltung zu Recht angezeigt, da kann man natürlich ein maximal
Umfang in so eine Leitlinie einarbeiten. Uns geht es aber hier um einen pragmatischen Weg und das konnten wir, glaube ich, im Ausschuss auch zusammen mit dem Baubürgermeister abstimmen, wie man das macht, dass der vom Ergebnis her denkt und der dann auch für die Verwaltung handhabbar ist. So gesehen ist dieser Hinderungsgrund mittlerweile ausgeräumt. Verzögerungen gegenüber konkreten Projekten ergeben sich aus der Leitlinie ja nicht wirklich, denn wie ist es in der Realität? In der Realität kommt ja ein Bauherr, gerade bei einem Bauvorhaben, wo es jetzt keinen Bebauungsplan gibt, sondern wo § 34 Anwendung findet, erstmal auf die Verwaltung zu und fragt, wir haben hier ein Grundstück, das ist bebaubar, wie sollen wir denn hier herangehen? Und die Verwaltung gibt dann im Diskussionsprozess, bevor der Bauantrag überhaupt eingereicht wird, wird so gemeinsam ermittelt, was man will. Und genau hier wollen wir auch als Stadtrat, weil es eben in der Vergangenheit Vorhaben gab, wo wir der Meinung sind, dass es in die falsche Richtung ging. Gab auch viele Vorhaben, die in die richtige Richtung gingen. Hier wollen wir gerne unsere Vorgaben machen. Die sind offen genug formuliert, dass sich alle Baustile darin wiederfinden. Aber sie geben ein paar Gestaltungsprinzipien vor, die uns wichtig sind. Abschließend werbe ich natürlich auch nochmal für die Unterstützung des Antrages, bedanke mich aber auch darüber hinaus bei allen Stadträtinnen und Stadträten, die in der Vergangenheit, und das ist ja auch nicht nur auf rot-rot-grüner Seite der Fall gewesen, sondern auch bei CDU, Herr Thiele wurde da schon genannt, die sich für das Thema Baukultur in dieser Stadt sehr eingesetzt haben und verdient gemacht haben. Vielen Dank. Nach dem Schlusswort kommen wir nunmehr zur Abstimmung und ich rufe hierzu den Bericht des federführenden Ausschusses auf. Dieser ist bei 31 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen ohne Enthaltung angenommen.